Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und diesmal kommen wir zum letzten Punkt, zum Steuern der Skydio 2 Drohne mittels dem Controller. Da das an sich nicht so aufregend ist, werden wir noch einige andere Tests machen mit der Skydio 2. Zum ersten den Boost Mode, zum zweiten den Return to Home und ich möchte einen kleinen Range Test machen und das Ganze nach dem Intro. Bis gleich! Kommen wir jetzt aber zum Controller. Der Controller ist der gleiche Controller wie von der Parrot Anafi. Das ist aufgrund einer Zusammenarbeit zwischen Skydio und Parrot entstanden. Damit man die Skydio 2 Drohne auch mit einem Controller steuern kann, hat Parrot den Controller ihrer Anafi Skydio zur Verfügung gestellt und er wurde auch eigens parametriert und programmiert. Das heißt, der Parrot Anafi Controller funktioniert nicht mit einer Skydio Drohne und der Controller der Skydio 2 Drohne funktioniert nicht mit einer Parrot Anafi. Aber kommen wir zur Belegung des Controllers. Der linke Analogstick ist für das Rauf- und Runterfliegen der Drohne sowie das Links- und das Rechtsdrehen der Drohne. Der rechte Analogstick ist natürlich für das Vor- und Zurückfliegen der Drohne sowie für das Links- und Rechtsfliegen der Drohne und man sieht dadurch gleich, dass der Controller im Mode 2 eingestellt ist. Weiter geht es mit der Return-to-Home-Taste. Bei der Return-to-Home-Taste, wenn man diese betätigt, erscheint ein Untermenü auf eurem Smartphone, wo ihr die Wahl habt zwischen Phone und Launchpoint. Wenn ihr Phone aktiviert, fliegt die Drohne wieder zurück zum Smartphone. Wenn ihr Launchpoint aktiviert, fliegt die Drohne zurück zu ihrem Startpunkt. Und des Weiteren gibt es auch noch den Automatic Start and Land Button, mit dem man die Drohne starten und automatisch landen lassen kann. Schauen wir jetzt auf die Rückseite des Controllers. Auf der Rückseite gibt es einige Sachen, die sich gegenüber dem Parrot Anafi Controller geändert haben. Beginnen wir mit der rechten Schultertaste. Die rechte Schultertaste ist gleich geblieben und dient dazu, Videoaufnahmen zu starten oder zu beenden, sowie Fotos aufzunehmen. Die linke Schultertaste ist jetzt der Boost Mode, der die Skydio 2 Drohne auf die maximale Geschwindigkeit treibt. Darunter befindet sich der Left Pedal, also die Einstellung des Gimbals zum Schwenken nach oben und nach unten. Was damals bei der Anafi für den Zoom war, also der rechte Pedal war ja damals bei der Anafi für den Zoom, ist hier bei der Skydio 2 Drohne ein wenig anders belegt. Und zwar, ich würde ihn Cine Pedal nennen oder einen Stick, der was eine vorgegebene Flugrichtung generiert. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Wenn ihr ein Objekt mit dem Gimbal aussucht, reicht es jetzt da nur mehr den hinteren, also rechten Pedal, nach oben oder nach unten zu bewegen und die Drohne fliegt von einem weg im eingestellten Winkel des Gimbals nach oben hin oder nach unten hin. Das heißt, wenn ihr den Gimbal, so wie hier jetzt da, nach unten oder steiler nach unten schauen lässt, ich muss mich noch hier ein wenig einrichten,
und den rechten Pedal nach oben drückt, fliegt die Drohne nach oben hinweg, ohne dass ihr mit den vorderen linken und rechten Stick irgendwas steuern müsst. Das Ganze funktioniert auch rückwärts, das heißt, wenn ihr wieder auf euch zufliegen möchtet oder wenn ihr auf ein Objekt zufliegen möchtet. Und es gibt noch eine kleine Änderung auf der Rückseite des Controllers. Man hat jetzt nur mehr die USB-C-Schnittstelle, mit der ihr euer Smartphone mit dem Controller verbinden könnt und den Controller natürlich auch damit laden könnt. Weiter geht es mit dem Range Test Lite. Warum Lite? Ich konnte die Drohne leider nicht komplett ausreizen. Ich bin mit ihr weit weg geflogen, aber nicht auf das Maximum, da ich keinen Spotter hatte, der für mich die Drohne in Beobachtung hält, wenn ich mit ihr weiterfliege. Und es ist ja verboten, außerhalb des Sichtfeldes zu fliegen. Und ich habe das ja doch einigermaßen ausgereizt. Ihr seht, ich bin gestartet bei ca. 40 Metern. Das war die Entfernung, die ich hatte von meinem Startplatz weg. Und nun fliege ich nach vorne hinweg und ich halte mal die Klappe. Bei den Telemetriedaten sieht man die Entfernung, die man schon hat. In diesem Fall jetzt da 260 Meter bei einer Höhe von 52 Meter. Von der Verbindung her merke ich gar keine Probleme. Auch das Signal ist in der vollen Stärke da. Wie man jetzt merkt, hat sich in der Zwischenzeit die Längenangabe von Meter auf Kilometer umgeschaltet. Zum Test einmal kurz den Gimbal nach unten gedreht, schauen, ob es Ruckler gibt. Da auf einer Maximalentfernung von 620, 30, 650 Meter. Die Drohne kann ich jetzt wirklich nicht mehr erkennen. 650 Meter ist meiner Meinung nach voll okay und ausreichend. Und ich glaube, alles bis zu einem Kilometer wird mit der Skydio 2 problemlos funktionieren. Jetzt, wo ich die Drohne ja nicht mehr sehen kann, habe ich mir gedacht, teste ich gleich den Return to Home. Als Ausgangspunkt nehme ich mein Smartphone. Ich hätte auch die Möglichkeit, den Launchpoint zu nehmen, um den Startpunkt der Drohne als Rückflugpunkt zu nehmen. Aber ich habe mein Smartphone verwendet und anders als wie bei anderen Herstellern, will ich mal sagen, ist es so, dass sich die Skydio 2 Drohne nicht dreht, sondern sie fliegt gleich rückwärts zurück auf ihre Startposition oder auf das Signal, jetzt wie bei meinem Fall, des Smartphones. Jetzt da kommen wir zum Boost Mode. Dazu werde ich noch mal zeigen, wenn man diese Taste gedrückt haltet, ist die Drohne in einem Boost Mode. Im Boost Mode fliegt die Drohne auf der Maximalgeschwindigkeit und das testen wir jetzt. So, wir hören wieder auf.
Achtung. Als erstes ganz normal nach vorne zu uns her. Wir werden das Ganze filmen. Meine Kamerafrau, meine kleine Tochter unterstützt mich bei diesem Video. Und wir starten das Ganze. Ausschalten? Na, auf die Kamera, auf die Drohne filmen. Wo sind die da? So. Normale Fluggeschwindigkeit und jetzt das Ganze in Boost-Mode. Bleib auf der Drohne. Siehst du das noch? Ja. So. Ich drücke die Taste und starte wieder nach vorne. Ja. Der Boost Mode funktioniert auch rückwärts. Ist relativ flott unterwegs, gell? Ja. Ich hoffe, euch hat der kleine Test gefallen. Range Test bis 650 Meter. Ich habe die Drohne danach nicht mehr wirklich gesehen und ich habe keinen Spotter, dass ich es nutzen könnte. Deshalb 650 Meter ist für mich vollkommen okay. Der Boost Mode ist sehr amüsant, würde ich mal sagen, und die Drohne geht richtig ab. Aber wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Wir sehen uns. Ciao. Und sorry, diese Videoaufnahmen wurden nur mit einem Osmo Pocket gemacht, mit dem integrierten Mikrofon. Also wenn die Aufnahmen, zumindest die Tonaufnahmen, nicht so gut sind, entschuldigt das bitte. Meine kleine Kamerafrau hat das Beste gegeben. Wir sehen uns. Ciao.